Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Runde Dawn Gate zusammen mit Marv Zockt und Maru. Hallo, und natürlich Dadokat. Hallo. Hallo, ich spiele diesmal den guten Death Creator. Das ist der Grave Digger des Todes, der Totengräber als eigenes Grab. Wen spielt ihr? Ich spiele Kel, den Schafhirten. Könntest auch in den Jungle gehen jetzt, Marv, weil unten hat sich der Jungle jetzt entschieden, doch lieber auf Kills zu gehen. Aber dann würde ich nicht mit Kel in den Jungle gehen. Ja, den habe ich aber schon gepickt. Ja, eben, deswegen sage ich ja. Deswegen würde ich das jetzt vielleicht nicht machen. Dann haben wir halt eine Tree-Lane und eine Two-Lane. Wenn wir, na wohl, die beiden Dogs könnte... Na, es ist ein bisschen eng, finde ich, aber wenn die zusammen gehören, dann müsste das funktionieren. Ich meine, du kannst ja auch so ab Level 3 oder 4 kann einer von uns kurz mal in den Jungle gehen. The Dawn Gate. Wer zuletzt losläuft. Läuft. Ich muss erst meine Skills durchlesen. Geh nach oben. What's that? Bin ich oben oder unten? Oben. Okay, wir haben 2 Stunts, 3 Stunts, 4 Stunts, obwohl ich, wenn du die Ultimate zählst. Welchen nehme ich denn jetzt von dem? Erstmal das Schaf, weil das ist die höchste Reichweite, aber am maxen tust du nice den spot. Brüller. Jedes einmal Skill und dann das Brüllen maxen. Sie wird zu dritt oben. Ja, zwangsweise, er hat ein Wort gesetzt. Lass mal direkt, hat er hier einen gesetzt? Nee, hier unten. Lass mal hier reingehen, kommt mal her. Hm. Wir sind zu dritt, wir haben einen Vorteil. Das Hörnchen mit. Das Hörnchen im Busch? Ja. Schade. Du kannst übrigens deine ganze Sicht dein Schaf zweimal klicken. Du kannst dein Schaf zweimal klicken. Kannst du mal hinlaufen, jetzt, wo er scharf ist, aber du musst halt aufpassen, wo. Du kannst halt dem Schaf hinterher rennen, um es zurückzuholen, so als wenn du es aus den Fallen gelassen hättest. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Mein Schieb. Natürlich nicht in der Vorreichweite laufen. Ich hab's mal ausprobiert. Jetzt haben wir 2 Tanks hier oben, ha? Dann. Kommos. Der hat ja so einen Sion-Witz, er macht so einen Song über Knochen. Ja, der ist cool. Guck mal, was mein Joke ist. The secret to hunting? Walk softly and carry a large baraka. Kann man nicht tanzen? Nein. They hit bone connected to the saw blade. Welcher Knochen ist zum saw blade connected? Der Hip. Ah. The hip bone. Mach aber auf. Das ist dein Ende. Er schaufelt dir ein Grab. Ich bin Nahkämpfer. Come on, Sheep. Ja, du bist der Hirte. Der Hirte. Was macht der Battlecry? AE schaut nach vorne. Also so eine. Ja, der ist slowed und hat ganz kurz einen Cooldown. So cool. Beleidigt sie. Du rufst, nee, du rufst so den Schafen. Das ist der Schafruf. Nee, ich glaube, das ist Beleidigung in der Originalfassung. In der Originalfassung. Hier geht's richtig ab, ey. Hier schön mir auf der Ansage mal sagt, wenn ich mal gestunt werde oder sowas. Man darf die Gräber nicht kreuzen. Lass bitte mal die Last Hits machen. Ich glaube, ich habe auch Gladiator ausgewählt. Stimmt, du hast auch Gladiator ausgewählt. Dann müssen wir uns teilen. Macht mein Schaf überhaupt Schaden, weh, ne? Doch, klar, 50 Schaden. Und was macht die Chilling Presence? Nur mal kurz. Beim Auto Takes Silence beim ersten Mal, alle 5 Sekunden oder so einmal. Kurz hier und wenn du aktiviert ist. Oh, eh slow, also ist gut. Hab dein Schaf getötet, tut mir leid. Großartig. Das tut mir, das war keine Absicht. Aber ich hab Dolly draufgeschrieben. Dolly. Binding is under attack. Nice spot. Können wir das Kuh nicht eher mit dem Scorchen vergleichen? Los! Und zurück! Hirte! Silence! Beat! Boah! Komm! Ah, schade! Ja, ich geh jetzt mal zurück. Ich kenn das hier wie meine Westentasche. Also den Stein finde ich bisher am besten. Den du gerade spielst, Dalu.
Ja, mir gefallen bis jetzt wirklich alle ganz gut. Dips ist vielleicht ein bisschen schwach, aber es ist ja nicht seine Rolle, er ist der Supporter. Mhm. Fenmore scheint stärker zu sein, als ich dachte. Also das habe ich aber sowieso schon gesehen bei anderen Leuten, dass Fenmore ganz schön stark ist. Ansonsten Ezreal gefällt mir am wenigsten. Ich sage nicht, dass er mir nicht gefällt, aber ich sage, er gefällt mir am wenigsten. Wer ist denn Ezreal? Der Typ mit der Kanone, den ihr schon mal gespielt habt. Mhm. Ja, Husane gefällt mir auch nicht wirklich. Ich habe gleich nochmal zweimal Stun. Ja. Wenn er sich nochmal nach vorne traut, mal jetzt. Das Team ist natürlich super, was ihr jetzt habt, ne? Na, ich finde mit dem Otter ist noch besser, der Typ. Der Typ mit dem Otter, das ist das Beste. Get out of here. Halt Ausschau, Leute. Aber ich singe noch mal. Oh, jetzt hat er einen neuen Joke. Er hat ihn geändert. Den Knochen? Ja, jetzt ist es der Nacken. Ah. Was ist E bei mir? Stun. Always Stun. Schön. Um dich rum und drehst sozusagen einmal dein Stöckchen und ziehst allen die Beine weg. Hm. Lasst mich in Ruhe. Hab's einen Klatscher hier. Ja. Ich würde fast sagen, Crewmax ist am besten bei ihr. Ich habe den Bumerang. Nervt nur. Hier schöne Gräber. Das Schaf hat gesessen. Werden jetzt gleich wieder beide gehen. Oh, hier haben sie mich. Ja. Na, schade, ich bin stand. Warum steht da so ein Ward drin, ne? Jetzt sind's auch drei. Hier sind wir aber. What's that? An enemy has been slain. An ally has been slain. An enemy has been slain. Nice. Enemy double kill. Kein Triple Kill, der hat jetzt auch die Ulti schon mal. Hau ab da. Die hat er schon geschossen, dann ja, wollte gerade fragen. An ally has been slain. War jetzt auch bei uns? Hier unten. Okay. Also ich muss weg hier, weil sonst macht er mich auch gleich platt. Binding is under attack. Hast du nicht vergessen, was ich mir gekauft habe? Ja, dann hätte ich Level 6, weil ich auch Ulti gehabt, dann wären alle gestorben von denen. Für den. Your binding den. Is under attack. Müssen meine Leichen aufladen, oder wie viele habe ich? Du hast drei Leichen und danach hast du Cooldown. In dem ersten Busch ist einer drin. Zwei. Your binding is under attack. I'll poke around. Jetzt. Your binding is under attack. Mehr geht nicht, ist raus da, ist da raus. Aha, verdammt. Fast, ja. Ja, ist weg. Jetzt ist er weg. Aber er muss laufen noch. Ein bisschen Zeit gekostet.
Ich bin hier ein Slowhound für euch. Das wollte ich mir aber nicht, das muss ich mir noch ändern. Belegung anders. Ah, warum hat er so viel Schaden? Jetzt steht er aber da. Ja, ich kann nicht mehr reinkommen. Weggeflasht. Your binding is under attack. Unten läuft's nicht so gut für die, ja? Für 3 kann man sagen. Läuft noch sehr dezent, muss man sagen. Hab hier einen Doppelstun hingelegt. Ja. Was macht meine Ulti? Schmeißt mich irgendwie auf den Gegner drauf. Du kriegst einen anderen Stunts ihn. Oh, oh, Leute. Kann sich. Oh. Enemy killing spree. Nochmal. Du kannst den Bumerang auch direkt zurückrufen. Er ist gestunnt. Schön. Ja, aber. Mein Gott, es regnet Kadaver. Ja. Die Ulti direkt zurückrufen, nachdem du einen getroffen hast. Dann, wenn du sie direkt da zurückrufst, wo du einen triffst, dann trifft es direkt zweimal. Also auf einer Stelle. Du musst nicht mal warten, bis an ihm vorbei ist. Zurückrufen setzt einfach sozusagen den Skill zurück. Okay. Weißt du, du musst nicht mal warten, bis er vorbei ist. Schade, dass ich ihn jetzt auch noch rausgekommen habe, mit dem Ding. Er war ja gesilenced. Ich konnte ja den blöden Fisch nichts dann am Anfang. Fisch Menschen. What's that? Bei dem Schafshebel finde ich halt cool, dieses Hinterherrennen zu seinem Schaf. Ja. Ich mir wieder ein bisschen vor. Wollen wir mal oben das Geldding holen? Auch hier. Hat ein Wort drin wahrscheinlich, oder? Ja, haben sie. This is my forest. Come on, sheep. Ich hätte Tactiker mitnehmen sollen. Na, zwei auf einer Linie fällt doof. Umgeben von Leichen. Ah, muss er sich erstmal durchtrauen, ey. Bah. Nice spot. Hast du Ulti ready? Ja, aber. Na, Versuch. Ah, komm, ich hab ihn gesehen da oben. Ah! Warum macht er kein Auto-Trick? Hab ihn, hab ihn. Ach, gut. Wollte in den Busch porten. Sehr schön. Go away. What's that? Stunned. An enemy fighting. Oh, Leute. Destroyed. Ja. Aber ich halte ein bisschen was aus. Slain an enemy. Waff. No. Ah. Was war das denn? Jetzt habe ich das Wand gegen das Schaf gegen die Wand geworfen. Ja, du bist fies. Jetzt kommt gleich Peter hier. Super gemacht. Jetzt werden sie erstmal die Tierblut beschmeißen. Wie schießt denn du die so ab? Meinst du das? Oh, ich habe ihn fast gekillt. Lauf weiter. Your binding has been destroyed. Ah, steck halt dich. Komm! Ach, das ist der Gegner. Da kommt noch der Typ. Ja, wir sollen jetzt abhauen. Ja, aber ich hab ja. In die Moves.
einen Bumerang schmeißen, deswegen cool aussehen. Weil er cool aussieht. Das ist natürlich ein Argument. Wie meinst du das mit, wie schmeißt du die denn so? Diese Leichen, die du da auf den Boden schmeißt. Das ist meine Ulti. Wie meinst du das? Ja, ich hab die nämlich immer, ich hab das irgendwie nie, anscheinend nicht so richtig hinbekommen. Das ist so wie, das meinte ich mit, wie Cockmaus Ulti. Du schießt halt diese Dinge ab. Mhm. Interessant ist, mehrere auf eine Stelle zu werfen bringt nichts, denn das stackt nicht. Okay. Nicht? Das ist stack, steht extra dran. Steht da extra dran, doesn't stack steht unten. Ah, okay. Gut, es könnte jetzt natürlich auch sein, dass es vorher anders da schon welche damit überlesen, wie auch bei der Fischlady, dass man auf den Fisch hereinreitet. Also nur low. An ally has been slain. Your spirit well is under attack. Leiche! Your spirit well Leiche! Und eine Wand aus Leichen! Ja. Was ein Feld aus Leichen. Well is under attack. So, erstmal durch. Your spirit well is under attack. Stop! Attack! Lass mal oben Spirit well holen. Is under attack. The enemy captured your spirit well. Nice spot. Ah, verdammt. Ist auch schon hoch. Und da. Oh, der Typ ist mir aber eigentlich viel zu langsam. Jetzt haben wir mit dem Schaber durch Wände. Das kann ich auch durch Wände fahren. Ja, ja. Wenn du ein Schaf in eine Wand los, kannst du auch hinterher ran. Your team has captured a spirit well. Abhauen, Marv, komm. Da geht's nicht lang, Leute. Und da geht's auch nicht durch. Ja. Mein Hörnchen. Willst du ein paar Leichen, Freund? Und da kannst du dich auch nicht hinstellen, da sehe ich dich. Oh, guck mal, wie geil ich ihn hier fertig mache eigentlich. Ja. Nicht schlecht. Your spirit well is under attack. Ah, ich bin so gut, ey, es gibt ja nicht. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Ich bin ja tot. Ach, eine Welle. Ja, der ist cool, ne? Er hält so viel aus. Ja. What's that? Kann ich hier nicht für ein Upgrade, oder? 100 Gold? Ich bräuchte 100 Gold. Ja, das geht mir auch so. Gib mir so einen Heiltrank, wenn ich den verticke. 40. Kann man die verticken? Nee. Nee, gar nicht. 20. 40 krieg ich für beide. Wenn mir noch 20 Tacken fehlen, die warte ich ab. Dann brauche ich keine Heiltränke. Ja. Ich kehre aber mit in den Jungle. Das Gold ab, ich brauche Momentum. Ich habe Movement Speed. Erzähl mir noch einen Witz. Erzähl mal noch einen Witz. Ich noch einen Speed nach. Also der Neckbone ist mit dem Hipbone connected und der mit. Was habe ich dann nochmal für einen Witz erzählt? Ich weiß nicht. Mit dem Sawbone. Your binding is under attack. Oh. Ja, gehen wir runter. Nice spot. Was soll das? Was soll das? Oh, hier oben, bei mir ist auch nichts. Lass mal Wege abschneiden. Dann stand ich mal für dich da alles. Ja. Du haust nicht ab. Silence. Ach, hör doch auf, mich hier anzufischen. Ja, das war nix. Geht. Geschehen. Bleibst du hier, Dano? Wo, hier? Hier oben? Und hier unten? Ist da etwas im Wald? Ist da etwas im Busch? Hier liegt was in der Luft.
Ein ganz besonderer Duft. Ist von Bulli, ne? Er ist Eigenmark. Nein, das ist Eigenmark. Bulli hat geklaut. Ja. Hab ich ihm damals geschrieben. Cool. Ja, damals so eine SMS. Hab ich mir gedacht, ich wollte einen witzigen Spruch schicken. Auf jeden Fall. Maligos macht oben gleich den Turm down. Ja, wir haben noch ein paar Leute im Dschungel. Your binding is under attack. Nein, 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 nein. Your binding has been destroyed. Oh, von hinten. Oh, oh. An enemy has been slain. Your spirit well is under attack. Come on. Werf den da an. Your spirit well is under attack. Kriegt den nicht alleine fertig, ne? Hier. What's that? Ich darf ihn jetzt nicht bekommen, aber das würde mich interessieren. Your spirit well is under attack. Vergessen, der ist Level 13, ich bin Level 11. Your team has captured a spirit well. Wo seid ihr alle unten? The enemy captured your spirit well. Allied killing spree. Ah. Bluff us. I'll poke around. Your team has captured a spirit well. Ein Spirit Well hört uns. Your spirit well is under attack. Your spirit well is under attack. Down. Your spirit well is under attack. Nee, also der gefällt mir überhaupt nicht. Der Schaden. Der hier ist enemy captured your spirit well. Fand ich auch ein bisschen komisch. Die Fähigkeiten sind ganz nett. Und als ich mal gegen ihn gespielt habe, habe ich auch gut auf die Fresse bekommen. Aber als ich ihn gespielt habe, war ich auch nicht so. Aber wie gefällt er eigentlich? Man muss halt natürlich auch auf Carry spielen, cool. Ne? Also, der ist halt ein Tank. Naja, die spielen halt im Moment als Carry eigentlich. Und das ist. Das ist natürlich kein Gold zusammen, dann bist du natürlich auch nicht. Was da los? Da Leichen. Da Leichen. Da Leichen. This is my forest. It's good. Bring them all. Not yet. Na, ich darf natürlich nicht rangehen zum Poken, da kann ich mir einfach in den Tower rein. Mal kurz den Board setzen vor Jungler Gangs. Da kommt er schon. Hat auch nur gewardet. Oh. Da haben wir einen richtig schönen erwischt Ulti, wir brauchen Ulti. Ja, Problem ist, wir brauchen einen Abhauen. Ah. An ally is relentless. Was ist denn hier los, ey? Oh, und abhauen, ey. Leichen sind angebracht. Oh, und das ist victorious. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das war's auch mit dieser Runde von Dawn Gate. Adios.